Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Terminix, GTK3 Terminal mit Tiling-Funktion Drag and Drop und Transparenz. Das in GNOME enthaltene Terminal wird in GNOME typischer Manier ja schon seit Jahren von unnützen Funktionen befreit. Klar, niemand braucht ein transparentes Terminal, doch viele User mögen es einfach. Für viele Zwecke reicht das GNOME Terminal üblicherweise aus, doch man kann verstehen, wenn der eine oder andere User meckert, wenn liebgewonnene Funktionen auf einmal fehlen. Wer auf der Suche nach einer modernen Terminal-Application ist, die eher an Funktionen hinzugewinnt als abbaut, der sollte in der nächsten Zeit Terminix im Auge behalten. Das Programm glänzt mit Tiling-Funktion, Drag-and-Drop-Support und Transparenz. Auf der Webseite unter Download findet man die Installationsanweisung. Eine manuelle Installation ist mit folgenden Schritten möglich. Ladet euch dazu aus der Release-Sektion der GitHub-Seite des Projekts die neueste Version der Terminix ZIP in ein beliebiges Verzeichnis herunter, entpackt diese mit unzip im System und lasst abschließend die G-Settings-Datenbank neu kompilieren. Die Installation unter Linux Mint ist mit einem PPA möglich. Einfach Terminal öffnen, dann das PPA für Terminix vom Web-Update-Team hinzufügen, Enter, Passwort eingeben, dann ein Update durchführen und dann zum Schluss mit dem Befehl apt-get install terminix das Programm installieren. Terminix findet ihr dann unter Menü, Systemverwaltung und Terminix. Ohne Tiling-Fenstermanager oder Tools wie tmux lässt sich in Terminix das Terminalfenster vertikal und horizontal in mehrere Bereiche aufsplitten, so dass ihr in einem Fenster der Anwendung mehrere Terminals betreiben könnt. Zieht ihr am Rahmen eines dieser Terminalfenster, dann lassen sich diese umsortieren oder auch aus dem Anwendungsfenster herauslösen und so in eigene Fenster verschieben. Zieht ihr ein freistehendes Terminix-Fenster über ein anderes, dann kombiniert ihr diese wieder zu einem Fenster. Die weiterführenden Einstellungen von Terminix erreicht ihr über das Anwendungsmenü in der linken oberen Fensterecke unter Einstellungen. Dort aktiviert ihr beispielsweise ein komplett dunkles Skin für Terminix, legt Shortcuts und Tastenkombinationen für bestimmte Aktionen fest oder bearbeitet die gespeicherten Profile. Dort lässt sich dann auch der Hintergrund der Terminals ändern und die Schriftart. Die aktuelle Anordnung der einzelnen Bereiche im Terminix-Fenster lässt sich über eine JSON-Datei als Session abspeichern und später wieder laden, so dass ihr die einzelnen Terminal-Kacheln nicht immer wieder neu ausrichten müsst. Das wäre dann hier, Speichern unter, die Session speichern oder auch wieder öffnen. Trotz der ein oder anderen Instabilität wirkt Terminix dennoch erstaunlich komplett. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!